Wenn habe ich Ball gesehen, habe ich gedacht, das ist super Chance und ich probiere alles zu geben und diese Tor machen. Da ist es. 1:0. Ja, ja. Unglaublich, Wahnsinn. Tadej Tredina. Auch Tage danach ist dieser historische Sonntag noch präsent. Und seine Unterschrift gefragter als jemals zuvor. 14 Tage haben wir diese Karte schon. Ist schon viel weg. Kein Wunder, schreibt er doch mit seinem Tor Kärntner Fußballgeschichte. Ich war sehr überrascht, als ich den Ball getroffen habe und konnte es überhaupt nicht glauben. Es waren so viele Fans im Stadion und ich habe gegen Salzburg ein Tor geschossen. Und außerdem war es das einzige Tor in diesem Spiel. Es ist für Wolfsberg und es ist für Tadej Tredina ein einmaliger Moment. Denn der 26-Jährige steht noch gar nicht lange im Rampenlicht. Vor 1,5 Jahren spielt er noch bei Karlsdorf in der Regionalliga. Adi Hütter entdeckt ihn und holt ihn im Jänner 2013 nach Grödig. Es war immer mein Wunsch, in einer Profiliga zu spielen. Ich habe hart gearbeitet, viel gekämpft und auch auf viele Dinge verzichtet, um so weit zu kommen. Von der Regionalliga in die Bundesliga. In Grödig wird der Traum wahr. Und Hollywood Teil 1 beginnt. Und er schießt auf und er passt ganz genau. Tadej schießt das Tor zum Grödiger Aufstieg. Beim Sieg der Salzburger über Austria Lustenau. Ja, das ist ein Tor, das ich immer in Erinnerung behalten werde. Mein erstes, ganz besonderes Tor. Die Option zieht Grödig im Frühjahr jedoch nicht. Darüber will ich nicht sprechen. Vom Joker in Grödig zum Stammspieler in Wolfsberg. Hollywood Teil 2. Das habe ich mir nie erträumt. Aber mit harter Arbeit und mit meiner Sturheit bin ich so weit gekommen. Meint er stolz und lächelt. Tadej Tredina. Merkt euch diesen Namen. Denn er ist der Mann für die besonderen Emotionen. Und Hollywood Teil 3 kommt ganz bestimmt.